Ja, wie Kinder entstehen, der Samen wird reingelegt und dann müsst ihr, wird Frau schon begossen und dann müsst ihr 9 Monate warten. Ja, hallo meine Freunde, Sonja, das sind wir wieder und heute reagieren wir auf Opa Woods Board in Oma Woods. Ja, das, ja, lassen wir mal unkommentiert. Schorschs Liebling ist ein Kinderwagen. Schorsch liebt seinen Durchfall. Lieb ich auch. Schorsch jagt am Morgen Oma Woods. Ja, Mann. Beim Mittagessen sitzt der Kock neben Schorsch. Wie bitte? Warst du Kinder oder was? Wenn der neben einen sitzt oder liegt, sollte man sich vielleicht Gedanken machen und sollte man sich vielleicht mal, ja, keine Ahnung, auf Lepra oder sowas untersuchen lassen. Ne? Das ist nicht so unbedingt ganz gesund. Dass der Schwanz. Wenn Schorsch badet, nimmt er seinen Dinosaurier durch. Boah. Beste. Wer von euch hat das gehasst? Wenn dann damals die Eltern, wo man so übelst klein war und die Eltern haben einen gebadet, ey, das war so nervig. Dinosaurier durch. Beste. 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 Peppa erwartet ihre Tage. Luzi und Peppa wollen heute zusammenschlagen. Schorsch würde auch gern mitschlagen. Das ist nur was für ganz große. Peppa und Luzi möchten lieber alleine sterben. Ich bin die bepaarte Feenprinzessin. Also wäre ich jetzt der Vater von Peppa Woods, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Die hat der Flügel hinten, da würde ich ihm aus dem Fenster werfen. Ne? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die kommt unten Matsche-Matsche wieder an oder die kann wirklich fliegen. Ne? Und dann hast du deine Ruhe, weil das Kind dann weggeflogen ist. Ne? Werde ich dich fassen. Simsalabim. Ich wäre wohl Schwester. Und ich wäre wohl der Marcel Davis. Hallo, ich bin Marcel Davis. Peppa und Schorsch gehen in den Pennblasengarten. Schorsch? Vielleicht ist Schorsch doch noch zu klein für meine Fresse. Endstation. Ich finde, Peppa und Schorsch sollten wir an die Wand hängen. Hurra! Ja, klingt auch gut. Mama Wutz muss wutzen. Papa Wutz kocht Oma Wutz. Arbeit Wutz hat heute eine Menge wichtiger Mama zu erledigen. Papa Wutz macht sich an Mama Wutz an. Manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Papa Wutz läuft. Hurra, Papa! Schweinchen Mitte, Mitte. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Schweinchen mit der Mitte. Warum nicht, ne? Achtung, jetzt folgt Zweideutigkeit hoch 1000. Okay, jetzt muss man ganz genau zuhören. Zweideutigkeit hoch 1000, das verstehe ich nur eindeutig, ne? Also Oma Wutz und legt den Samen rein und begieße sie. Ja, meine Freunde der Sonne, jetzt wisst ihr, ja. Wie Kinder entstehen, der Samen wird reingelegt und dann müsst ihr, wird Frau schon begossen und dann müsst ihr 9 Monate warten und dann kommt Klapperstorch, Schorsch, mit dem Kind. Ja, war eine ganz normale Folge. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, dass der Samen richtig reingedrückt werden muss. Ins Loch, ins Erdreich. Dass dann die... Nee. Lasst es von euren Eltern erklären. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Das Original ist wieder ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.